Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Heute habe ich mal eine andere Box und zwar eine mit Essen und zwar die Brand News Box und zwar habe ich die für 5 Euro bekommen. Ich hatte einen Gutschein von meinem Geburtstag, da habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich mir eine Box bestellen kann für 4,99 Euro und dann dachte ich, ja, das klingt gut, das mache ich. Und hier ist sie nun. Ich habe mir nämlich dann die darauffolgende Box ausgesucht. Für den Juli wollte ich dann keine mehr, das war mir dann alles zu knapp, weil ich sie euch gerne zeigen wollte. Deswegen jetzt die für den August und die kommt immer Ende des Monats und ich freue mich schon. Essen ist immer gut. Ihr wisst es bestimmt. Und die ist mega schwer. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch einige Getränke drin sein werden, weil sie eben so schwer ist. Und jetzt geht's gleich los. Ich drehe heute mehrere Videos ab. Ich habe heute ein bisschen Zeit, wenn ich ein bisschen zerstört aussehe. Ich komme von der Arbeit. Heute ist Freitag. Freitags arbeite ich nicht ganz so lange. Aber ich gehe dann halt immer nach der Arbeit noch einkaufen und koche dann und jetzt mache ich Videos. Bei uns ist dieses Wochenende Weinfest. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe oben drüber junge Leute wohnen und die machen bestimmt wieder Party. Deswegen muss ich mich beeilen, dass ich ein paar Videos jetzt zusammen bekomme. Und dann kann ich die später auch gleich noch schneiden. Aber es interessiert mich jetzt, was drin ist. Genug gelabert. Und es geht los. Ich mache die Box auf. Okay, als erstes habe ich hier so einen Flyer, da kommt mir die Sally entgegen. Sie hat wohl auch eine Box gemacht mit der Brand News Box zusammen. Und dann habe ich hier die Produkte drin, deswegen lege ich das jetzt noch auf die Seite. Dann geht es auch schon los. Ich sehe das erste Produkt und oh mein Gott, Leute, das gefällt mir schon mal so gut. Es sind zum einen Kekse, ich liebe Kekse und außerdem sind es Superheldenkekse. Mega cool, ich liebe ja alles, was mit Comicbüchern zu tun hat, mit Marvel. Oh, ich liebe das einfach. Ich habe mir letztens auch Batman-Socken gekauft. Warum nicht? Und finde ich mega cool und gefällt mir schon mal. Dann das nächste Produkt ist eine Marmelade und zwar in der Richtung schwarze Johannisbeere. Ja, sagt mir zu, esse ich gerne. Ich mag am liebsten eben solche dunklen Marmeladen. Die hellen, also diese gelben, mag ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, da habe ich so eine Abneigung. Spricht mich nicht an. Deswegen bin ich froh, dass diese Sorte hier drin ist. Auch tolles Produkt. Dann geht es weiter mit Salz. Ich habe heute Salz gekauft, aber das hier ist ein Chili-Salz. Kenne ich noch gar nicht die Marke. Naturreine Qualität Ursalz Saldoro mit Bio-Chili. Vegan und glutenfrei. Finde ich cool. Probiere ich auf jeden Fall aus. Und ich sehe gerade, es ist bis 2020 haltbar. Finde ich immer so interessant, dass Salz ablaufen kann, weil das liegt Jahrhunderte irgendwie im Meer und keine Ahnung, wo es auch immer abgeschöpft wird. Und dann, kaum ist es in so einer Dose, hat es ein Ablaufdatum. Ich freue mich auf jeden Fall über das Salz und ich gucke auch später gleich mal noch, was das alles gekostet hätte. Wie gesagt, ich habe 4,99 Euro dafür bezahlt. Und auch das nächste Produkt gefällt mir. Und zwar ist das eine Fassbrause von Oettinger in der Variante Zitrone Naturtrüb. Und ich mag sowieso am liebsten die Variante Zitrone, auch bei Eistee oder egal was, da suche ich mir immer Zitrone aus. Finde ich richtig cool, das ist alkoholfrei. Das stelle ich mir gleich in den Kühlschrank und das werde ich dann auch später noch, während ich die Videos vielleicht auch schneide, dann gleich probieren. Ich glaube, von Oettinger hatte ich noch keine Fassbrause. Gefällt mir auch. Das ist schon mal eine Top-Box bisher. Und dann habe ich hier noch was zu trinken drin. Okay, das ist das Produkt hier. Es ist ein Energy Drink. Die Marke kenne ich auch gar nicht, aber ich trinke auch überhaupt gar keine Energy Drinks. Das ist überhaupt nichts für mich, spricht mich gar nicht an. Ich bin eher so die Fraktion Kaffee. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eher
Fraktion Energy Drink oder Fraktion Kaffee seid. Ich bin da definitiv auf der Kaffeeseite. Aber mein Mann trinkt sowas gerne. Der ist ja DJ und da ist er auch öfter mal müde. Und ich denke, das könnte was für ihn sein. Er kann es mal probieren. Das wird auf gar keinen Fall schlecht bei uns. Das war jetzt die erste Schicht. Ich zeige es euch gerade mal. So sieht das Ganze dann aus. Und dann hole ich das mal runter hier. Oh, stimmt gar nicht. Ich habe da noch was übersehen. Da ist noch unter der weißen Abdeckung was. Und zwar auch ein Getränk. Und deswegen war die Box vielleicht auch so schwer. Und zwar ist das von Filsa Spritzer Passionsfrucht Maracuja Erfrischungsgetränk. Ja, sowas trinke ich auch ab und zu mal gerne. Probiere ich auch aus. Gefällt mir. Maracuja Passionsfrucht mag ich sowieso. Also als Frucht hole ich mir das ab und zu, löffel ich dann so ein bisschen und ja, sagt mir auch zu. Und jetzt wird aber die erste Schicht hier abgenommen und dann gucken wir, was noch weiteres drin ist. Und hier ist auch noch jede Menge drin, also für 5 Euro kann man da absolut nicht meckern. Da habe ich drin Emoticon Mentos in der Variante Mint. Da werde ich auch mal meinen Mann fragen, ich denke, dass er das isst. Ich habe das früher auch oft gegessen, jetzt irgendwie gar nicht mehr, so Kaubonbons-Sachen. Aber das wird nicht schlecht. Und dann ist auch noch was drin, oh mein Gott, mega. Bibi und Tina. Wer hat das auch früher gehört? Bibi und Tina. Mega cool. Und zwar ist das so ein Sportverschluss hier, mag ich. Roter Fruchtmix mit Schwarzkarotte von Valencina. Mega cool. Oh, ich liebe sowas. Ja, ich trinke ja auch so gerne. Trinkbeutel. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei mir. Aber sagt mir sehr zu, probiere ich auf jeden Fall aus. Und weil Bibi und Tina jetzt noch nicht gereicht haben, habe ich hier noch Benjamin Blümchen mit drin. Und das ist die Fruchtvariante mit Karotte. Und aber da ist auch Ananas, Apfel, Orange, alles mit drauf. Auch von Valencina natürlich. Und das ist ohne Zuckerzusatz. Finde ich echt cool. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich als erstes... Das hält nicht lange, das Zeug. Oh Gott, das sage ich euch, das ist am Wochenende schon leer. Ich freue mich mega drüber. Welches Intro gefällt euch am besten von Benjamin Blümchen? Das ganz alte oder das etwas neuere? Ich finde ja beide irgendwie cool. Ich kann mich da gar nicht so richtig entscheiden. Vielleicht gefällt mir das alte ein bisschen besser, weil ich auch schon ein bisschen älter bin. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und dann ist noch was zu essen mit drin. Und zwar 2 Riegel. Einmal diese Variante hier von Multabeen. Kenne ich überhaupt nicht. Balance Snack Erdbeer-Vanille-Geschmack. Klingt auf jeden Fall mega lecker. Aber das klingt jetzt wieder so, als hätte es wenig Kalorien, hat es aber bestimmt nicht. Ein Riegel hat 150 Kalorien. Ja, okay. Kann man sich mal gönnen. Sieht auf jeden Fall super lecker aus. Aber mit Balance Snack hat das für mich nichts zu tun. Und dann ist hier noch drin die Variante Joghurt-Müsli-Geschmack mit Schokolade außen drum. Finde ich auch cool und ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Das hat scharf gestellt. Kann man mal ausprobieren, finde ich nicht schlecht. Und dann sehe ich was. Oh mein Gott, mein Mann wird ausrasten. Nougat. Ich mag das irgendwie nicht so gerne in der Form hier. Das spricht mich nicht an. Ich habe das mal probiert. Aber nein. Nougat mit Mandeln. Da wird er sich freuen. Und ich werde ihm davon auch nichts wegessen. Kann er alles haben. Und dann sind noch 2 Produkte drin. Und dann ist die Box leer. Oh mein Gott, das war jetzt echt viel für die 5 Euro, hat sich gelohnt. Wenn ihr auch Interesse an einer Box habt für 5 Euro, dann schreibt mir auf Instagram. Ich kann euch da per E-Mail einen Link schicken und dann bekommt ihr auch eine Box für 5 Euro. Also wenn euch das interessiert, aber ihr müsst mir dann halt eben euren Namen angeben und eure E-Mail-Adresse. Das müsst ihr halt bedenken und dann bekommt ihr auch eine Box für 5 Euro. Also wie gesagt, schreibt mich auf Instagram an, mache ich gerne. Und da haben wir dann jetzt noch drin, was ich auch richtig cool finde, Risotto von Gallo. Habe ich
noch nie ausprobiert, aber habe ich schon öfter mal im Restaurant gegessen. Finde ich richtig cool, aber ich habe mich noch nicht rangetraut. Und wir wollten das sowieso schon öfter mal ausprobieren, aber ich habe mich da immer so ein bisschen gewehrt. Habe immer gesagt, nein, 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 das machen wir nicht. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, man muss da ja ständig rühren, rühren, rühren. Ich habe Angst, dass mir das misslingt, aber jetzt kann ich es ausprobieren. Die Variante gefällt mir auch. Zucchini, Spinat, roter Quinoa. Das ist auf jeden Fall was für uns. Und dann sind noch mit dabei Nudeln. Die kann man sowieso auch immer gebrauchen. Das ist jetzt von Drei Glocken Goldei Landnudeln. Ich mag ja lieber die ohne Ei, aber das wird nicht so jetzt der große Unterschied machen. Ich finde es cool auf jeden Fall, weil Nudeln kann man immer gebrauchen. Und insgesamt hat mir die Box richtig gut gefallen. Klar, nicht jedes Produkt ist jetzt speziell was für mich. Aber wenn es nichts für mich ist, dann ist es was für meinen Mann. Insofern hat es sich für uns gelohnt. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass kein Produkt dabei ist, was ich jetzt überhaupt nicht mag. Natürlich muss ich das ausprobieren. Gerade die Riegel oder so kenne ich jetzt nicht. Aber ich finde es nicht schlimm, dann kann man das ausprobieren. Und jetzt schaue ich noch, was es gekostet hätte. Das Risotto 2,49 Euro. Die Leibniz Superhero Kekse 1,29 Euro. Und dann noch diese Fruchtgetränke von Valencina 99 Cent. Die Riegel je 89 Cent. Dann klappe ich das Ganze mal auf. Die Nudeln 1,59. Der Energy Drink 1,74 ist auch ein interessanter Preis. Der Nougat 1,29 nur. Das ist recht günstig, glaube ich. Mentos 65 Cent. Marmelade 1,79, da hätte es noch andere Varianten gegeben. Oh Gott, ich bin froh, dass ich diese hier drin habe, weil das andere wäre gewesen Kiwi. Ich weiß nicht, nein. Dann Erdbeere, gut, ich meine eine Erdbeermarmelade, Standard. Und dann noch eine gelbe, die hätte ich nicht so gerne gemocht, mit Pfirsich. Dann das Filzer, Spritzer, Fruchtgetränk hier, das große, 69 Cent. Und das sind irgendwie alles Produkte, die jetzt noch gar nicht so lange auf dem Markt sind, weil da steht immer Launch März 2018 und wann es jeweils rauskommt. Dann hätte es noch was gegeben, Alkohol, und zwar anstatt der Fassbrause ein Radler. Hätte ich auch genommen, also hätte mir jetzt nichts ausgemacht. Das Chili-Salz 2,29 Euro. Dann hätte noch drin sein können ein Brot. Hätte ich auch genommen, hätte mir auch gefallen. Und nochmal der Trink mit Benjamin Blümchen, 99 Cent. Ja, das war's. Das war die Box. Mir hat sie richtig cool gefallen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr Interesse hättet, dass ich mal öfter so eine Essensbox vielleicht unboxe. Und vielleicht kennt ihr Boxen, die ich noch nicht kenne. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Dann komme ich natürlich euren Videowünschen gerne nach. Das war's jetzt erstmal mit dem Unboxing. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.